Damit auf zu Kapitel 6. Teil 1 von 3. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Aufruf an die Menschen. Von all denen, die in den Nothöhen angegriffen wurden, sind es wahrscheinlich die Menschen in Schragen, die am meisten Schaden erlitten haben. Sie haben sich mutig gegen alle Ork-Angriffe gewehrt, aber sie haben schwere Verluste erlitten. Der Bürgermeister der Stadt, Ludwig Boskins, wurde vor kurzem getötet und so führt seine Tochter Nelly die Bewohner der Stadt nun an. Ich möchte euch bitten, nach Schragen zu gehen und mit Nelly zu sprechen. Wir brauchen ihre Führungsfähigkeiten im Rat. Ich muss euch jedoch vorwarnen, obwohl ihre Leute aus einer Teilnahme am Rat den größten Nutzen ziehen würden, wird Nelly am schwierigsten zu überzeugen sein. Die fortwährenden Angriffe lassen sie an nichts anderes als die unmittelbare Bedrohung denken. Na gut, wir machen uns direkt mal mit der Schnellreise auf nach Schragen und wollen mal schauen, ob wir sie überzeugen können. Ich bin pessimistisch. Ah, so, wieder ein Schlückchen OJ. Sehr schön. Ah, leckerer Orangensaft. Ich liebe Orangensaft. Aber nur so einen naturbelassenen, der noch so wirklich orangig schmeckt. Was ich überhaupt nicht ausstehen kann, sind solche Mixsäfte mit Ananas oder so drin. Die sind so unglaublich süß. Das ist so eklig. So, Nelly Boskins Haus. Hier müssen wir rein. Und hier müssen wir jemanden überzeugen. Was kann ich für euch tun? Ein Rat von Esteldin? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Ist euch nicht bewusst, welchen Gefahren wir hier ausgesetzt sind? Dass wir fortwährend angegriffen werden? Diese Menschen im Osten, wenn sie sich wirklich Gedanken um Schragen machten, dann würden sie uns hier im Kampf gegen diese Orks beistehen. Wir hätten nicht so leiden müssen. Wir haben alle verloren, die uns nahestanden. Nein, ich werde nicht zum Rat kommen und auch sonst nirgendwo hin. Und ich werde mich auch nicht vom Gegenteil überzeugen lassen. Wenn ihr also nichts anderes vorzubringen habt, dann lasst mich nun. Ich muss mich um die Verteidigung der Stadt kümmern. Tja, auf zurück zu Halberath. Mehr haben wir hier leider nicht erreicht. Nelly ist ein bisschen stur. Aber was willst du machen? Sie will es so. Sie verweigert also die Teilnahme am Rat. Ich meine, ich kann sie auch irgendwo verstehen, dass sie, wenn sie ständig angegriffen werden, nicht am Rat teilnehmen will. Aber zumindest irgendjemanden kann man ja mit hinschicken. Es ist ja noch nicht so, als ob einer, der dann als Diplomat mit hingeht, wirklich die Verteidigung unglaublich schwächen würde, oder? Vor allen Dingen Nelly, die ist ja nun keine Kämpferin. Naja, was soll's. Erstatten wir Halberath mal Bericht. Er wird nicht begeistert sein. Aber er wusste ja schon, dass es kommt. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Gut, ihr seid wieder zurück. Es überrascht mich nicht, dass Nelly sich weigert, zum Rat zu kommen. Aber das ist jetzt nicht von Bedeutung. Ich habe erfahren, dass eine große Streitmacht von Orks auf Schragen marschiert. Die Menschen dort sind ein starkes Volk. Aber ich fürchte, sie haben gegen die Orks und ihren Anführer keine Chance. Wir müssen ihnen helfen. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Kapitel 6, Teil 2 von 3, die Verteidigung von Schragen. Das wird eine Instanz. Die Orks, die uns früher angegriffen haben, gehörten dem Stamm der Tarkreb an. Der unstillbare Blutdurst dieses Stammes sorgt normalerweise dafür, dass sie sich ohne viel Gedanken einfach in den Kampf stürzen. Die Orks, die jetzt auf Schragen marschieren, scheinen dem wesentlich mächtigeren Stamm der Ongbords anzugehören. Diese Krieger sind stärker und sehr viel besser ausgebildet. Die Leute in der Stadt werden nicht in der Lage sein, sie aufzuhalten. Ich würde ihnen ja einen Teil meiner Männer zu Hilfe schicken, aber meine Männer müssen sich derzeit um die Vorgänge im Osten kümmern. Wir beide könnten es jedoch noch rechtzeitig schaffen. Ihr habt schon viel für uns getan, aber ich bitte euch noch einmal um eure Hilfe in diesem Kampf. Stellt so viele Krieger wie möglich zusammen und kehrt dann zu mir zurück. Aber beeilt euch, Schragen bleibt nicht näher viel Zeit. Gut, wieder eine Gefährtengruppe, aber wir können es auch alleine machen. Wir machen es wieder alleine. Und begeben uns auf zur Verteidigung von Schragen. Wir dürfen nicht trödeln. Seid ihr für den Kampf bereit, der euch bevorsteht? Es wird nicht einfach werden und wir brauchen alle Kämpfer, die ihr finden könnt. Seid ihr zum Aufbruch bereit? Na klar doch. Lass rocken. Die kleine Stadt Schragen ist das einzige, was zwischen den Orks von Angmar und dem Breland im Süden liegt. Halberath, Waldläufer des Nordens, schart Helden um sich,
mit denen er ein drohendes Massaker in Schragen verhindern will. Rasch, ich muss mit euch reden. Die Orks sind schon fast hier. Kommt schnell mit mir. Wir müssen Fräulein Boskins klar machen, in welcher Gefahr sie sich befindet. Verteidigt Schragen und sorgt dafür, dass Halberath und Nelly überleben. Folgt mir. Bürgermeisterin Boskins. Nelly Boskins. Wer ist da? Was geht hier vor? Oh, hier. Fräulein Boskins, ich bin Halberath aus Esteldin. Ich komme mit einer ernsten Warnung. Orks von einer Sorte, die ihr nicht kennt, werden eure Stadt angreifen. Wir sind hier, um euch in der bevorstehenden Schlacht nach besten Kräften beizustehen. Ah, ich verstehe. Ich lehne also eure Einberufung einer Ratssitzung ab und nun taucht diese neue Bedrohung durch die Orks auf. Ich denke, wir wissen, wie wir mit den Orks umzugehen haben, auch ohne eure Hilfe. Warum kehrt ihr nicht nach Hause zurück? Wir werden mit dieser Bedrohung durch die Orks schon fertig. Fräulein Boskins! Bürgermeisterin Boskins, seht! Einer der Wächter nähert sich. Kommt, vielleicht findet ein weiterer Angriff statt. Kommt, wir müssen folgen. Die Schlacht beginnt. Na dann. Die Schlacht wird also nach Schragen getragen. Bürgermeisterin Boskins, eine Sorte Orks, wie ich sie noch nie gesehen habe, nähert sich. Vielleicht habt ihr die Wahrheit gesprochen, Halberath. Kommt nun zur Brücke. Ja! Zur Brücke! Ja, ja. Waldläufer sind keine Lügner, Mädchen. Wenn er sagt, dass eine Gefahr kommt, dann kommt auch eine Gefahr. Aber mit uns habt ihr gute Chancen. So, die Orks sind schon da. Gehen wir gleich mal im Nahkampf drauf hier. So. Oh, hier hinten haben wir noch einen, der einen schönen Rahmen hat. Ist ja ein Traum. So, noch den mit dem Fokus, den Schuss. Und dann haben wir den schon mal. Kämpft mal schneller, los, ihr werdet das doch hinkriegen, oder? Diese Orks, sie sind anders als alle Gänge, die ich je gekämpft habe. Sie sind vom Stamm der Ongboards und es kommen bald noch mehr. Kommt in meine Falle. So, dann wollen wir mal in den Nahkampf gehen, um unseren Fokus wieder aufzuladen. Zack, das wär's schon mal für den. Der da oben steht ein bisschen ungünstig, ne? Oder die da oben, besser gesagt. So, naja, was willst du machen? Ah, jetzt kommt er auch mal runter, das ist schön. Wie sollen wir nur gegen solche Kreaturen bestehen können? Lasst die Hoffnung nicht sinken. Wir werden diesen Tag überstehen. Ah, wir kriegen das schon hin, keine Sorge. So, holen wir uns erstmal den Klingenmeister hier vorn. Ah, das mit dem Fokus ist ein bisschen störend mit dem Jäger, ne? Wenn man so andauernde Gefechte hat. Dass man dann wirklich ständig seinen Fokus aufladen muss. Das stelle ich mir in späteren Instanzen teilweise ein bisschen kritisch vor. Dann. Also es könnte noch kompliziert werden. Ich denke da gerade an spezielle, wo ich mit meinem Barden schon ziemliche Probleme hatte. Ist Ihre Zahl denn grenzenlos? Ich glaube, das Ende ist nah, Fräulein Boskins. So, kurz die Falle wieder. Schön hier stehen bleiben. Zermalmt sie! Tötet sie! Vernichtet diese Maden! Es ist der Kriegshäuptling! Unser Feind ist da! So, und da ist schon der Kampf her. Den holen wir uns. Komm schon, Dickerchen. So, das war's auch schon für ihn. Gut. Wir gegen den Klingenmeister. Komm schon. Zeig, was du kannst, Junge. Den noch und dann haben wir schon den letzten vor uns. Damit war's das für die Gefahr hier für Schrank. Und tot. Hossa, Schragen ist gerettet. Hossa, finde ich schön. Halberath, ganz Schragen steht in eurer Schuld und der eurer Gefährten. Ich hoffe nur, ihr vergebt mir mein Verhalten euch gegenüber. Nicht der Rede wert. Es war mir eine Ehre, euch in diesem Kampf beizustehen. Doch nun muss ich gehen und nach Esteldin zurückkehren. Meine Gefährten werden jedoch hierbleiben für den Fall, dass noch weitere Gefahren drohen. Ich muss noch einmal mit ihnen sprechen, dann werde ich gehen. Und damit haben wir diese Instanz absolviert und Schragen gerettet.
Wir haben heute gute Arbeit geleistet. Aber ich stehe auch in eurer Schuld, wegen eurer Hilfe. Denn ich fürchte, die freien Völker hätten die Schlacht verloren. Wärt ihr nicht gewesen. Nun muss ich gehen. Ich hoffe, ich verlange nicht zu viel, wenn ich euch bitte, hier zu bleiben. Ich möchte, dass ihr dafür sorgt, dass Schragen während der Nacht sicher ist, bevor ihr zu mir nach Esteldin zurückkehrt. Das war ein großer Sieg. Ein wahrlich großer Sieg. Ich bringe euch zurück zu Nellys Haus. Elrond hat Frodos Morgul-Wunde geheilt. Jetzt ist es an der Zeit, über das Schicksal des einen Ringes zu entscheiden. Ich sehe keinen anderen Weg als den, der zum Schicksalsberg führt. Aber wer soll dann Eriador gegen den Schatten von Angmar verteidigen? Ich kenne da jemanden, der dumm genug ist, das zu machen. Und der hat eine Glatze und trägt eine rohirische Rüstung. Ja, also Frodo und die anderen haben es jetzt bis nach Bruchtal geschafft, wo jetzt der Rat von Bruchtal einberufen wird. Und dort werden sie auch eine ganze Weile bleiben, denn ich glaube, die sind ein oder zwei Monate in Bruchtal. Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange genau die dort sind. Ich weiß nicht mehr, wann die aufbrechen. Ankommen tun sie irgendwann Mitte Oktober, wenn ich mich nicht irre. So um den 20. rum, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, irgendwie so in der Drehe. Und, den Aufbruch, ich glaube, der ist irgendwann im... Ach, ich bin mir nicht sicher. Ich würde denken, der ist irgendwann im Dezember. Also so zwei Monate, würde ich denken, sind die schon im Bruchtal. Oder ist es sogar dann schon im neuen Jahr erst? Kann auch sein. Also sie sind eine halbe Ewigkeit sind die im Bruchtal. Und es gibt ja viel zu besprechen, viel zu regeln. Man weiß ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was man denn mit dem Ring machen will. Das wird ja dort erst beschlossen. Deswegen ist es klar, Zwischenstation im Bruchtal dauert etwas länger. Was kann ich für euch tun? Kommt im Film halt bloß nicht so rüber. Ich muss mich entschuldigen, denn ich fürchte, mein Benehmen euch gegenüber war fast unentschuldbar. Ich weiß jetzt, dass die fortwährenden Aorg-Angriffe nichts im Vergleich zu dem sind, was Angmar dieser kleinen Stadt antun könnte. Waldläufer Halberath und ihr habt euer Leben aufs Spiel gesetzt, um meine Leute zu retten. Ich stehe tief in eure Schuld. Oh ja, das tust du. Okay, haben wir hier irgendwas, was wir brauchen können? Das... Oh, die nehme ich doch gern. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Kapitel 6, Teil 3 von 3. Die freien Völker des Nordens wahrscheinlich. Die Schuld, in der ich bei den Waldläufern und euch stehe, ist nicht leicht abzutragen. Aber ich hoffe, dass ihr es mir anrechnen werdet, wenn ich Halberaths Aufforderung folge, am Rat teilzunehmen. Was immer die Menschen von Schragen auch tun können, um Halberaths Sache zu dienen, werden sie tun. Bitte geht und teilt Halberath mit, dass ich nach Esteldin kommen werde, sobald ich hier fertig bin. Ich muss mich immer noch in erster Linie um meine Leute kümmern. Aber ich sehe nun auch, dass die freien Völker der Nordhöhlen sich zusammentun müssen, wenn wir unsere Freiheit nicht verlieren wollen. Endlich ein Einsehen! Wunderbar! Ach, die freien Völker von Schragen, aha. Na dann. Auf zurück nach Esteldin. Wir können schnell reisen. Das ist sehr schön. Und ich glaube, damit haben wir schon den Hauptteil dieses Buches geschafft. Denn ich glaube, Buch 3 ist ein sehr kurzes Buch. Wir schauen mal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zurück zu Halberath an den altbekannten Ort. Und dann müsste sich für uns eine neue Tür öffnen, in die wir bisher noch nicht reingekommen sind. Glaube ich. Wir schauen mal. Was habe ich eigentlich hier für einen... Erschöpfung. Kann den inspirierenden Effekt nicht erhalten. Ach so. Ja, mir doch egal. Brauche ich doch auch nicht mehr. Gut, wir gehen mal wieder hier oben rein. Wahrlich, dein Herz kennt keine Furcht. Und reden mal mit Halberath. Wenn wir siegen wollen, brauchen wir die vereinte Kraft der freien Völker. Ich denke mal, jetzt wird wohl der Rat einberufen werden. Was kann ich für euch tun? Ich freue mich, euch wiederzusehen. Habt Dank für eure Hilfe in diesem Kampf. Ohne euch und eure Gefährten wäre ich genauso wie Schragen gefallen. Es ist auch gut zu wissen, dass Nelly Boskins am Rat teilnehmen wird. Sie ist eine gute und starke Frau. Und sie und ihre Leute sind mir in dem Kampf, der vor uns steht, sehr willkommen. Bleibt einen Moment. Kapitel 7. Die Zusammenkunft des Rates. Während ich auf die Ankunft der Ratsteilnehmer warte, möchte ich euch noch um einen letzten Gefallen bitten. Wir müssen meinem Anführer Aragorn berichten, was hier geschehen ist. Ich möchte auch um seinen Rat bitten, da dies eine ungewöhnliche Situation für mich ist.
Aragorn war immer derjenige, der viel organisiert, uns geführt und inspiriert hat. Wäre seine derzeitige Aufgabe nicht so wichtig, wäre er gewiss hier. Doch das ist nicht zu ändern. Aragorn wird inzwischen in Bruchtal in den Trollhöhen eingetroffen sein. Ihr habt einen weiten Ritt vor euch, doch Aragorn muss von dieser Sache unterrichtet werden. Ihr findet ihn in einem der Gästezimmer in Elrons Haus. Okay. Also dann auf nach Bruchtal. Wir begeben uns zum ersten Mal richtig nach Bruchtal, weil wir einen Quest dort haben. Und ich werde die Abkürzung benutzen, die ich euch schon mal gezeigt habe, nämlich über Gandalfs Quest im Tencent and Pony. Gandalf bleibt ja weiterhin dort stehen, weil man dieses Quest eben dort hat. Man muss damit leben, dass die Hauptcharaktere halt, obwohl sie von der Hauptstory her schon an einem anderen Ort wären, eigentlich immer noch an den alten Orten auch mit rumstehen. Das ist halt der Preis des Online-Rollenspiels, ne? Also genauso wie das Respawnen der Gegner. Damit muss man halt leben, es ist eben ein MMO. Mensch, das Reden fällt mir schon wieder so schwer. Es ist eben ein MMO und deswegen muss man damit leben, dass die Leute halt auch an mehreren Orten zugleich vorkommen können. Warum ich jetzt hier nach Osten reite? Hier wird nichts mit dem Hauptquest jetzt mehr sein, glaube ich. Wir sehen übrigens hier diese wahnsinnig hoch aufragende Felswand. Das ist der Schildwall, durch den nur ein ganz schmaler Spalt nach Angmar führt. Aber nach Angmar will ich jetzt noch nicht. Da kommen wir. So, Bruchtal ist ja ganz weit weg. Und wir werden nicht reisen mit dem Pferd, sondern ich will nur mal kurz hier bei der Erdlingssippe vorbeischauen, weil ich die euch auch noch mit zeigen möchte. Ich mag die Erdlinge einfach so. Die sind halt wirklich bloß eine Erfindung des Spiels, aber die sind eigentlich ganz cool. Und die lagern nicht hier, wenn ich mich nicht irre. Rusfold? Nee, warte mal. Ich muss mal kurz das Quest aktivieren. Ich habe dafür ein Quest gekriegt. Und zwar in Evendim, die Erdsinne von Erdsippe von Lech Mekotti. So, noch weiter nach Norden, okay. Ich hatte beim letzten Mal schon erwähnt, als wir noch in den einsamen Landen waren und die erste Erdlingssippe gesehen haben, dass die Erdlinge auch einen Namen tragen, der so Kuhhirten heißt, so ungefähr. Ah, hier steht schon der erste. Das ist aber ein... Naja, ein Böser, wie wir sehen. Es gibt auch welche, die wir bekämpfen können. Das ist dann quasi die Geschichte, die es hier gibt. Es gibt welche, die sich abgespalten haben und quasi jetzt Angmar dienen, so ungefähr. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das mit der Geschichte war, von denen, die sich abgespalten haben. Auf jeden Fall müssen wir die im Namen des Anführers der Sippe bekämpfen. Und wir haben ja gerade schon gesehen, Rauta Lachme, Krieger, Jäger. Ich glaube, Rauta Lachme heißt Kuhhirten. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das der Name war. Aber der Name kommt daher, dass sie eben Viehhüter sind eigentlich und damit ihr Leben, ihren Lebtag fristen. Oh, warte mal. Ach, das mit Lech Mekotti, das ist schon in Angmar, kann das sein? Ja, ja, das ist in Angmar. Nee, zu denen will ich gar nicht. Die sind... Nee, zu denen wollte ich noch gar nicht. Das war jetzt gar nicht mein Ansinnen, in Angmar bei denen vorbeizuschauen. Dort gibt es eben auch noch eine Siedlung. Also es gibt insgesamt drei Erdlingssiedlungen. Das oben ist die dritte. Aber nach Angmar will ich jetzt wirklich noch nicht gehen. Weil ich der Meinung bin, es ist noch nicht Zeit, Angmar zu betrachten. Die Dunkelheit von Angmar, die wollen wir uns erst später anschauen. Ich würde sagen, jetzt bleiben wir doch erstmal in den Gebieten, die wirklich noch, naja, normal aussehen. Ne? Ich finde, es ist ein ganz guter Weg. So, dann war das Quest-System. Ich dachte, das Quest würde uns hier in den Nordhöhen zu denen führen. Da wird es vielleicht doch hier mit sein. Kann das sein? Oder sind hier nur die Bösen? Nein, hier sind die richtigen, genau. Hier sind die, die ich meinte. Unser Volk wurde von der Finsternis in alle Winde zerstreut. Ja, leider. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Und hier gibt es einige Quests, die man erledigen kann für die Erdlinge. Wir jagen wild auf den Feldern. Wir kümmern uns um Herd und Heim. Was gibt es sonst noch? Und sie sind eben auch sehr einfache Leute. Die wollen eigentlich niemandem etwas tun. Selbst Musik, Mensch, machen sie. Sehr verrückt. Unser Volk wurde von der Finsternis in alle Winde zerstreut. Jetzt sind wir auf uns allein. Aber die Finsternis Angmars hat auch sie geholt.
Gibt's hier sogar zwei Anführer? Die Orks sind eine friedliche Rasse, doch Friedensliebe sollte nicht mit Schwäche verwechselt werden. Ich glaube, Schwäche würde denen keiner zuordnen, wenn er sich die anschaut. Erinnert mich so ein bisschen an Elefanten, liegt aber vielleicht auch einfach nur an den Stoßzähnen, die sie auf dem Rücken tragen. Oder an den Hörnern, an den Büffelhörnern. Halt, insofern erinnern sie mich an Elefanten, dass sie halt ruhig und friedliebend sind, aber auch wahrscheinlich richtig böse abgehen können. Na gut, und wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir uns von hier aus direkt auf nach Bre. Und werden von da aus dann den Weg über Gandalf nehmen, um zurückzukommen, oder was heißt zurückzukommen, um nach Bruchtal zu kommen.